Heute machen wir einen Recruiting-Film für die Firma Sylvester Kopf. Ihr seht, wir haben hier schon schöne Sachen aufgebaut, einen Hintergrund. Heute geht es um den Job des Anlagenmechanikers. Wir sind heute bei der Ullmann Dichtungstechnik GmbH in Gärtringen. Schlage und schreibe 1,5 Jahre hat es gedauert, bis wir diesen Imagefilm machen durften. Wir mussten das immer wieder verschieben, das Projekt, aufgrund von Corona. Heute stehen wir hier, zweiter Drehtag. Mal schauen, was der Tag so bringt. Wir wollen ein bisschen Special Effects haben und ein bisschen Wasser spritzen. Wir haben uns hier sehr, sehr viel Mühe gegeben mit Spritze und Schlauch. So, der nächste große Werbefilm steht an, und zwar für Gutbrot, Fenster und Türen. Wir sind heute bei den Musterhäusern von Schwörerhaus, das ist altbekanntes Terrain von uns. Und es kommt gleich eine junge Dame, ein 8-jähriges Mädchen, die Aurelie, die mit uns diesen Werbefilm dreht. Und die nächsten 3 Tage sind auf jeden Fall voller Action, wir freuen uns drauf. Ich baue gerade einen Kessler-Slider auf. Wir werden nachher nämlich eine Fahrt machen, wo ein kleines Mädchen vor einem Fenster sitzt und dann verschwindet das Mädchen einfach. So, hallöchen. Hallo. Wer bist du und was machst du hier? Ich bin Aurelie Nicole und ich drehe einen Film. Sehr gut. Und erzähl mal, wie ist es hier so? Sehr gut. Es ist sehr schön. Es macht ja auch sehr viel Spaß. Sehr gut. Und wie findest du das Team bisher so? Sind die anstrengend oder böse oder komische Leute? Nö, die sind sehr nett. Sehr schön. Und jetzt machen wir noch 3 Tage ein bisschen Spaß. Ja. Gut, los geht's. Ganz offiziell, wir sind fertig. Vielen Dank an alle. Wir sind heute bei den Klinger in einem Reihenraum, wie man sehen kann. Das ist alles ein bisschen top secret, deswegen können wir leider nicht so viel zeigen. Und nachher machen wir noch einen ganz anderen Film. Also wir machen heute 2 Filme.
über ein neues Bürokonzept, was sie hier etabliert haben. Vielleicht können wir da die ein oder andere Aufnahme machen. Wir sind wieder in unserer beliebten Kategorie. Can bringt seine Musikinstrumente mit. Heute hat er das Didgeridoo dabei. Es kommt von seinen Vorfahren. Die haben es erfunden. Ich stamme von Australien und deshalb habe ich jetzt heute mein Didgeridoo mitgebracht. Ich spiele euch ein Lied vor. Es ist eines meiner Lieblingslieder und es geht so. Ich hasse Didgeridoo.